Hallo, guten Morgen. Hoy vamos a practicar la entrevista para el examen A1. Sí, tenemos aquí palabras claves que voy a utilizar al hacer las preguntas y ustedes van a responder. ¿Ok? Un momento. Vamos a empezar con Claudia. Voy a Okay. preguntar así aleatoriamente para que no sea un orden así y tienes que responder. Ok, hallo Claudia. Was Hallo. bist du von Beruf? Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Sehr gut. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Musik hören und Sport machen. Sehr gut. Ah. Noch puse dos veces Hobbies. Okay. Woher kommst du? Ich komme aus Argentinien. Aha, ich komme aus Argentinien. Sehr gut. Wie alt bist du? Ich bin 44 Jahre alt. Sehr gut. Was ist dein Lieblingsessen? Meine liebe Essen ist Hamburger. Sehr gut. Mein Lieblingsessen ist Nein, liebe. Hamburger. Okay. Wie ist dein Familienstand? Meine Familie ist dann in Santa Fe. Okay, Familienstand era Estado civil, ¿no? Ah, perdón. Ich bin ledig. Sehr gut. Oder Single. Aha, sehr gut. Wo wohnst du? Ich wohne in Buenos Aires. Wann ist dein Geburtstag? Meine Geburtstag. Am November 20. No, 24. Okay, mein Geburtstag ist der 24. November. Sehr gut. Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Wie heißt du? Perdón, noch einmal. Wie heißt du? Ah, ich heiße Claudia. Sehr gut. Was ist dein Lieblingstier? Ay, no tengo animales. Pero tu animal favorito? Ah, my Lieblingstier ist Hund. Ist der Hund. Sehr gut. Was machst du am Wochenende? Am Wochenende laufen im Park. Aha, am Wochenende laufe ich im Park. Sehr gut. Okay, danke schön, Claudia. Super. Vamos con Fabian. Hallo, Fabian. Hallo Mies. Hast du Kinder? Ja,
Ich habe zwei Kinder, Michaela und Julia. Sehr gut. Wo wohnst du? Ich lebe in San Juan, Argentinien. Sehr gut. Was bist du von Beruf? Ich bin Physiotherapeut von Beruf. Super. Was sind deine Hobbys? Ich spiele Fußballspiele und Gitarrespiele in Sehr. Wochenende. Meine Hobbys sind Fußball und Gitarre spielen. Wie alt bist du? Ich bin 47 Jahre alt. Super. Wann hast du Geburtstag? Mein Geburtstag ist Dezember 9. Aha, mein Geburtstag ist der 9. Dezember. Okay. Woher kommst du? Ich komme aus Argentinien. Ja. Wie heißt du? Pardon. Wie heißt du? Ah, ich bin Fabian. Ja. Heiße Fabian. Ja, ich heiße Fabian. Okay. Was machst du noch am Wochenende? Ich Fußball spiele und spazieren. Aha, ich spiele Spazieren. Fußball und gehe spazieren. Okay, was ist dein Lieblingstier? Mein liebstes Tier ist Hund. Ist der Hund. Ist der Hund. Wie ist dein Familienstand? Ich bin geschieden. Okay. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza und Asad. Sehr gut. Dankeschön, Fabian. Okay. Bitte schön. Machen wir weiter mit. Ah, hallo, Elodia. Guten Morgen, Elodia. Ist das ahí, Elodia? Guten Morgen, Miss. Guten Morgen, te voy a hacer unas preguntas. Okay, Lodia. Woher kommst du? Woher kommst du? Okay, vamos primero con alguien más y pones mucha atención, Elodia, cómo son las preguntas y las respuestas, ¿ok? Sí, deme un tiempito porque estoy de turno y me ha tocado trabajar guardia diurna, pero estoy escuchando. ¿Me lo deja al Ah, final? bueno, sí, ok. Vamos entonces con Raúl. ¿Aló? Ajá, hola. Ok. ¿Woher kommst du? Vamos con. ¿Woher kommst du?
y con in Chile. Ich komme aus Chile. Ich komme aus Chile. Aus. Sí. Aus. Ich komme aus Chile. Was sind deine Hobbys? Meine Hobby ist Fußball spielen und Musik hören. Sehr gut. Meine Hobbys sind Fußball spielen und Musik hören. Hören. Okay. Was bist du von Beruf? Ich bin Krankenpfleger von Beruf. Sehr gut. Wie alt bist du? Repita a mí. Wie alt bist du? Ich bin 45 Jahre alt. Sehr gut. Hast du Kinder? Ja. Ich habe drei Kinder. Sehr gut. Was ist dein Lieblingstier? Sehr gut, mein Lieblingstier ist der Hund. Mein Lieblingstier ist Hund, ja. Wie ist dein Familienstand? Ich bin verheiratet. Sehr gut. Was machst du am Wochenende? Am Wochenende, el fin de semana. De semana. Wochenende, ¿quiera Wochenende? Fin de semana, am Wochenende putze ich mein Haus. Muy bien. Am Wochenende putze ich mein Haus. Okay. ¿Está bien? Ja. Uy, no, es sentido. Le va a dar gusto a tu esposa. Okay. Sí, pasaré mi fin de semana en la casa, en mi casa. Okay. ¿Wo wohnst du? ¿Wo wohnst du? ¿Wo wohnst du? ¿Dónde vives? ¿Dónde? ¿Wo wohnst du? ¿Wo wohnst du? Ich wohne in Venezuela. No, pero no vives en Venezuela. Ah, ¿dónde vives? Ajá. Vivo en Chile. Ajá, pero ¿qué ciudad? Ah, ¿qué ciudad? Esto es el sur, este es Osorno. Okay, ich wohne in Vivune in Osorno. Sehr gut. ¿Cómo se empieza? Disculpe, Miss. Ich wohne in Osorno. Ja. Yeah. Was ist dein Lieblingsessen? ¿Cuál es Lieblingsessen? Ajá.
My living Hessen is pizza pollo rostizado, pero ahí sí. Ajá. Pero no tengo. Hensien. ¿Cómo es? Hensien. Sehr gut. Ya. Okay, wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Raúl. Ich heiße Raúl. Ich heiße Raúl. Ich heiße Raúl. Okay, wann ist dein Geburtstag? Ese es mi cumpleaños. Puedo decir, ich habe in Februar. Ajá. Geburtstag. Geburtstag. Ah, ya. Yeah. Yeah, Ich habe in Februar Geburtstag. Sehr gut. Okay. Dankeschön. Vamos con Lorena. Hallo, Lorena. Hallo, Lerering. Okay, was sind deine Hobbys? Mein Hobby sind Lesen und Schreiben Romane, am liebsten Handball spielen. Sehr gut. Wie ist dein Familienstand? Ich bin ledig. Sehr gut. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist die Katze. Super. Was bist du von Beruf? Ich bin Krankenschwester von Beruf. Ja. Und ich arbeite im Krankenhaus. Sehr gut. Woher kommst du? Ich komme aus Argentinien. Hast du Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Ja, Entschuldigung, ich habe einen Sohn. Er heißt Lukas. Sehr gut. Wo wohnst du? Ich wohne in Buenos Aires. Wie alt bist du? Ich bin 34 Jahre alt. Ja. Wie heißt du? Ich heiße Lorena oder mein Name ist Lorena. Sehr gut. Wann hast du Geburtstag? Mein Geburtstag ist 20. Januar. Aha. Mein Geburtstag ist der 20. Januar. Der? Der. Okay. Was machst du am Wochenende? Am Wochenende, ich lese ein Buch und ich sehe einen Film. Sehr gut. Am Wochenende lese ich ein Buch und sehe einen Film. Super, danke schön. Dann, bitte. Okay. ¿Qué faltó? Ah, Lieblingsessen, sí, es cierto. Ya con tanta raya ya no veo. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza und Milanesa mit Kartoffeln. Sehr gut, super lecker. Dankeschön. Bitte. Okay. Ahora sí, Eloria, ¿estás lista? Eloria. Okay, creo que Eloria está ocupada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita
Les voy a poner aquí las preguntas y las van a escribir, bueno, van a escribir las respuestas, ¿ok? En el chat o en el WhatsApp y lo revisamos una vez más. Y eso se los lo aprenden para mañana de memoria. Ok, Alta, la pregunta es, ¿wie alt bist du? Beruf. Was bist du von Beruf? Familienstand. Wie ist dein Familienstand? Name, wie heißt du? Was ist dein Lieblingstier? Cumpleaños, ¿wann ist dein Geburtstag? O ¿wann hast du Geburtstag? También podría ser. ¿Wann ist dein Geburtstag? Te preguntamos del país. ¿Woher kommst du? ¿De dónde vienes? Wohnort es donde vives, ¿qué ciudad? Wo wohnst du? Lieblingsessen, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Was ist dein Lieblingsessen? Hobbys, was sind deine Hobbys? Kinder, hast du Kinder? Y al último, ¿qué haces el fin de semana? Was machst du am Wochenende? Ok. Vamos entonces, por favor, escriban las respuestas en el chat o al WhatsApp. Y por favor, fíjense también minúscula, mayúscula, ¿sí? Todo eso es importante y en el examen, si haces errores así, vamos a bajar unos puntos, ¿sí? Entonces, mejor, por favor, fíjate bien. Ahorita hacemos esto de las respuestas y ya nada más te los aprendes de memoria, ¿ok? Te doy unos 15, 20 minutitos y ya que están todos listos, lo revisamos. Ok, vamos a ver qué escribieron. Vamos primero con Lorena. Ich heiße Lorena.
Mein Name ist Lorena. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Und arbeite im Krankenhaus. Ich bin ledig. Ich habe einen Sohn, er heißt Lukas. Meine Hobbys sind Lesen und Romane schreiben. Aber am liebsten spiele ich Handball. Ich komme aus Argentinien und wohne in Buenos Aires. Mein Lieblingstier ist die Katze. Mein Lieblingsessen ist Pizza und Milanesa mit Kartoffeln. Si dices con sin, entonces tienes que poner el plural meine, ¿no? El posesivo meine. Lieblingsessen sind Pizza. Pizza und Milanesa mit Kartoffeln. Okay, danke. Bitte. Am Wochenende lese ich ein Buch und sehe einen Film. Mein Geburtstag ist der 20. Januar. Sehr gut. Vamos con Fabián. Ich bin 47 Jahre alt. Ich heiße Fabian. Ich wohne in San Juan, Argentinien. Ich bin Physiotherapeut von Beruf. Mein Lieblingsessen, oh, aquí también, meine Lieblingsessen sind Pizza und Asado. Mein Lieblingstier ist der Hund.
Meine Hobbys sind Fußball spielen und Gitarre spielen. Ja, ich habe zwei Töchter, Julia und Michaela. Ich bin geschieden. Ich spiele mit meinem Freund Fußball. Profesora, geschieden vendría a ser un adjetivo, no es el sujeto, o sea, va con Exacto. minúscula. Exacto. Bien, gracias. Ich komme aus Argentinien. Ich habe am 9. Dezember Geburtstag. Sehr gut. Okay, vamos con David, que recién llegó y escribió algo en el chat. Ah, bueno, en el WhatsApp. My name is David. Ich bin 47 Jahre alt. Ich komme aus Peru und wohne in der Hauptstadt Lima. Ich bin Apotheker von Beruf. Und arbeite bei Es Salud in einem Krankenhaus. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Mein Hobby ist Fußball spielen. Ich spreche Spanisch und lerne Deutsch. Sehr gut. Vamos con Claudia. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Oder ich bin ausgebildete Krankenschwester vom Beruf. Okay. Ich bin Single oder ich bin ledig. Offiziell se dice ledig. Ana, como en inglés, en single. Aha. Ich heiße Claudia.
Mein Lieblingstier ist der Hund. Ich habe am 24. November Geburtstag. Ich komme aus Argentinien. Mein Lieblingsessen ist Hamburger. Nein, ich habe keine Kinder. Am Wochenende laufe ich im Park. Meine Hobbys sind Musik hören und Sport machen. Ich wohne in Buenos Aires. Sehr gut. Danke. Okay, vamos con Elodia. Ich bin 50 Jahre alt. Mein Name ist Elodia. Ich wohne in Pimentel. Mein Lieblingsessen ist Ziegenfleisch nach Chiclayana Art. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Mein Lieblingstier ist der Fisch. Ich schaue mir gerne Lernvideos an. Mein Geburtstag ist der 13. Mai. Ich habe zwei Kinder. Ich bin verheiratet
Ich komme aus Peru. Heute muss ich arbeiten. Morgen möchte ich mich ausruhen. Sehr gut. Y nos faltó Raúl. En el chat me lo envié. Sí. Okay. Thank you. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin Krankenpfleger von Beruf. Ich bin verheiratet. Ich heiße Raúl. Mein Lieblingstier ist der Hund. Ich habe im Februar Geburtstag. Ich komme aus Venezuela. Ich wohne in Osorno. Meine Lieblingsessen sind Meine aquí. Plural Ah, ya. Pizza und Hähnchen. Meine Hobbys sind igual plural sin, no his. Sí, porque es plural. Ya. Son. Ajá. Cuando el plural es sin. Exacto. Meine Hobbys sind Fußball spielen und Musik hören. Ja, ich habe drei Kinder. Am Wochenende gehe ich mit der Familie spazieren. Mejor que estar en la casa. Exacto. Muy bien. Gehe ich mit der Familie spazieren. Nada más mañana después de del examen. Antes no sí. Vas a hacer. Muy bien. Ok. Voy a tomar screenshot. Entonces, ya con eso acabamos el A1 ahorita. Ahorita en una hora hacemos el repaso del A2. También pueden asistir los que van a hacer el A1 para que vean qué les espera a partir de la próxima semana. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso en una hora. A las... ¿A qué hora, mi? A las 11 a.m. Tiempo Perú, 11 a.m. en una hora. Sí, ahorita aquí, bueno, en Perú son las 10 ya casi. Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana. Entonces, a las 11 de la mañana empezamos con el repaso del A2. También todos están invitados. Y con este mismo link vamos a entrar. ¿Sí? Bien.
algunas cosas que va a haber mañana en el examen A2 y ya mañana nos vemos con los links que compartí para el examen. Los voy a compartir mañana otra vez, bueno, hoy en la noche igual puede ser, que los comparta otra vez para que lo tengan ahí presente, ¿sí? Para que no se pierdan con tanta imagen y demás escrito en el WhatsApp. ¿Okay? ¿Con qué comenzamos mañana el examen, profe? Mañana primero va a ser la 1. ¿Con escrito, con entrevista o con, no sé? No, primero vamos a empezar, vamos a esperar que entren todos los que pues, dijeron que sí van a venir. Esperamos un ratito porque son dos grupos que van a hacer el examen y vamos a empezar con los audios. Ajá, comprensión auditiva. Y para eso, pues, tienen que estar todos. Siempre es lo primero que dan. Los audios en un examen, vamos en orden como va el examen. Y después viene comprensión de textos. Y después viene que tienes que escribir. Y al último viene la entrevista. Comprensión de audio es... Ustedes hablan en alemán y nosotros tenemos que decir qué es. No, vienen unos audios que vienen con el examen, que habla otra gente, ¿sí? Este es un examen real. Mañana ese examen real lleva su audio, ¿sí? Y así como ese examen real, vas a tener luego el examen B1 en la embajada. Pero este audio es, las personas van a hablar en alemán y uno tiene que decir todo lo que ellos hablan. No, va a ser opción múltiple, ¿sí? Ya, como los videos que usted nos envió la otra vez. Exacto, opción múltiple, que van a tener 3 respuestas, ustedes dicen cuál es la correcta. Ya. Mis, otra cosa, ¿y el puntaje cómo se divide? ¿Cuánto puntaje pasa uno? ¿Cuánto es el puntaje? Ok, ahorita el total se me hace que son 50 puntos. ¿Ya? Sí, y pues para pasar el examen tienes que tener arriba de la mitad. Normalmente tiene que ser más, pero vamos a decir que tienes que tener mínimo pues 26. Debería ser más, pero estamos empezando. Entonces, si tienes menos de la mitad, pues obviamente tienes que repetir el curso. Pero no creo que sea el caso de ustedes. Ya. Y la carta es de último, lo de la carta, es la última opción ya. Es la tercera opción, son 4 partes y la última es la entrevista, como la que vimos ahorita. Ya. Ya, muchas gracias, mi. De nada. Y necesito que, por favor, Raúl, entra con tu nombre. Pon ahí ya, le cambio, sí, ahí le cambio el nombre. ¿Ya? Sí, para que no diga iPhone, como va a entrar. Ya, yo lo he cambiado, mi. Cada vez lo cambio, pero no sé cómo hacer para que se quede. Ah, ok. Entonces, pongan sus nombres para yo los ubique. No vamos a trabajar con la cámara. Al principio, a lo mejor sí les voy a decir para ver que realmente son ustedes. Ya después mantenemos las cámaras apagadas porque igual como son muchos luego con cámaras se satura, ¿no? Y se hace más lento todo. Ok, entonces pues mañana nos vemos, pero los que quieren asistir en una hora al repaso del A2 pueden ingresar.
¿Sale? Ok, entonces, cualquier otra pregunta, mándenmela al WhatsApp. Hello, Miss. Y lo reviso. Hello, hello, Miss. Tarde. Llegaste tarde, ya acabamos, pero puedes entrar en una hora para el repaso del A2. ¿Sale? Nos vemos. Mañana. No, hoy. Ah, ok, Miss. Está en una ok, hora. Miss, gracias. ¿Sale? Están chus.